Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück im schönen Ledetschko, das, wie ich finde, hier wirklich schön gelegen ist, am Flussufer mit dieser Furt. Und hier, wie heißt der nochmal? Watzek hat uns angeboten, ja, bei einem etwas merkwürdigen Bogenschießwettbewerb. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Mitzumachen. Und Klötze nennt er das. Lasst uns ein bisschen Klötzchen schießen. Hab's mir überlegt. Ich würde gerne Klötze spielen. So, so. Bist du sicher? Habe ich. Na dann komm. Ah, noch ein Klotz. Sehr gut. Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzt er? Okay. Also, ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil sich die Ziele ja bewegen. Ohne Erfahrung. Die Frage ist, ob man das öfter spielen kann. Ich fange mal ein bisschen niedrig an. Ich will es nicht übertreiben. Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. So. Okay. 20 Pfeile. Und los! Ich treffe euch am Ziel! Eieiei, schaut mal. So, okay, die sind relativ langsam, das ist ganz gut. Ha! Versuch nur das zu überbieten. Aber sie sind weit weg. Oh, viel zu kurz Verdammt, angesetzt. Das Boah, Wind. Das ist hart. Na, rübergeschossen. Beinahe geschafft. Verdammt, das war der Wind. Auch rübergeschossen. Oh, Leute. Aber den nächsten treffe ich. Ein Treffer. Verdammt, das war der Wind. Beinahe geschafft. Ah, schade. Das schaffe ich leicht. Ja, 2 Treffer. Ist ja irgendwie ein cooles Spiel, aber ich finde es super schwer, da die Entfernung zu treffen. Vielleicht ist auch der Bogen, den ich hier habe, nicht der beste. Könnte sein, dass die Qualität der Bogen auch auf die Reichweite und die Flugkurve Auswirkungen hat. Na, mal gucken. Machen wir mal weiter mit unserem hier. Ey, wieder getroffen. Sehr gut. Ey, der war wiederum total zu kurz. Vielleicht nicht lang genug gespannt. Könnte auch sein, ne? Aber den nächsten treffe ich. Der ging rüber. Jawohl. Ey, wir liegen vorne. Die anderen haben ja gar nichts getroffen. Gut, das war wieder nichts. Wir laufen mal wieder ein Stück. Vielleicht vom ein bisschen erhöhten Punkt. Hier könnte es ganz gut werden. So, einer hat 3. Jawohl! Ach, Heinrich ist ein Naturtalent im Bogenschießen. Ah, der ging knapp da drüber. Aber wir liegen noch vorne. Haben eigentlich auch schon das meiste verschossen. Jetzt können wir uns ruhig ein bisschen Zeit lassen. Aber den nächsten treffe ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Getroffen. Wieder rüber geschossen. Noch liegen wir vorne. Ich denke mal, wir laufen noch mal ein bisschen mit. Wo sind die anderen? Okay, die stehen schon. Dann gehen wir mal ganz weit nach vorne. Hier ist vielleicht ein guter Punkt, um die zu erwarten. Wo ist denn das Ziel? Da vorne sind so Stromschnellen. Das könnte sein. So, der eine hat auch schon 5 mit 6. Eieiei. Das wird jetzt ein ganz... Der hat 6. Jetzt müssen wir nachlegen. Das wird jetzt eine ganz heikle Angelegenheit, Leute. Jawohl! Auch 6. Ha, er hat daneben getroffen. Drüber. Sieben. Acht. So, jetzt haben wir noch einen Schuss. Der andere hat auch 8. Der letzte Schuss. Der letzte Schuss muss sitzen, Leute. Was? Es war schon gewesen? Oh nein, ich hatte noch einen Schuss. Oh, wo ist denn Watzek? Hey, Freundchen. Du kannst dir keine Waffe ziehen. Ja, ja. Du weißt doch, warum ich eine Waffe gezogen habe. Watzek. Was ist denn jetzt los?
Und? Wie war ich? Du bist Zweiter. Nicht berauschend, aber immerhin nicht Letzter. Hier hast du deinen Einsatz zurück. Okay. Scheinbar kann man das öfter spielen, aber ich denke, ja. Schieß bei Zeiten mal wieder mit Watzek. Ja, ich denke, wenn wir mal hier wieder durchreiten und ein bisschen Zeit haben, dann machen wir das. Das Prinzip haben wir jetzt kapiert. Wo befinden wir uns jetzt eigentlich? Ups, ich wollte gar nicht warten. Wo befinden wir uns jetzt hier? Aha. Okay. Also, haben wir noch was zu tun hier? Ich würde sagen, nein, diese Sache mit den Müllern, das führt mich hier, glaube ich, ein bisschen weit weg. Ich vermute mal, das ist hier. Bin mir nicht ganz sicher. Das machen wir ein andermal. Wir reiten jetzt zu diesem Müller hier, Müller Wojcik. Dem können wir nämlich jetzt die Wappenbrücke geben. Das ist jetzt unsere Richtung. Alles klar. Dann geht's los, Leute. Mehr hält uns im Moment nicht hier in Litechko. Aber ich muss wirklich sagen, das war ein spaßiges Spiel, das wir hier gespielt haben. Kann ich mir durchaus vorstellen, das nochmal zu machen. Ich hatte es mir schwieriger vorgestellt. Oh, reiten wir jetzt hier durch den Gemüsegarten? Nee, das will ich jetzt nicht. Ich hatte es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ach, hier ist auch ein Garten. Egal, hier ziehen wir durch. Was die... Oh, hier sind die Badezelte. Ich bin jetzt hier völlig von ab irgendwie. Hier unten ist, glaube ich, der richtige Pfad. So, jetzt... kommen wir der Sache näher. Ja, ich dachte irgendwie, der Strom wäre reißender und die Klötzchen kleiner und sowas alles. Hier muss man immer oben rum irgendwie da über den Strom kommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, da gibt es nur eine Stelle. Da! Verdammt! Habt ihr es gesehen? Ich kann hier nicht durchreiten. Das war auch eine bescheuerte Idee. Aber ich bin Gott sei Dank nicht verletzt worden. Das ist ja lustig. Wie er geschrien hat. So, mein Freund, ich lasse mich mal hier durch. Ich bin ein bisschen auf Abwege geraten. Kommen wir da durch? Nee, wir müssen da oben rum. Sehr schön. Das heißt, man kann wohl auch ganz klassisch irgendwie gegen einen Ast reiten und abgeworfen werden. Da muss man ja höllisch aufpassen. So, jetzt endlich mal bei Sonne. Diesen wirklich schönen Weg hier den Fluss entlang. Wunderbar. Sehr schön. Bestes Ausflugswetter. Wir bekommen sogar hier noch neue Stufe beim Reiten. Hervorragend. Unser Pferd hält echt lange durch, hier im schnellsten Galopp zu reiten. Wir dürften eigentlich gleich schon bei der Mühle sein. Ja, da vorne ist... sind schon diese Stromschnellen. Uiuiuiui, nicht so schnell. So, jetzt habe ich mich hier total verfranst. Oh Gott, das kommt davon. Lasst uns hier mal ordentlich zureiten. So, da sind wir. Mal sehen, ob er uns jetzt sein Gesicht zeigt. Ach, sehr schön. So, die Wappenröcke haben wir. Mal gucken, ob es eine Belohnung gibt oder... Alles klar. Ja, da sitzt er wieder. Gott sei mit dir. Das ist echt ein Running Gag. So. Die Sache ist erledigt. Ah! Gut gemacht. Kannst kaum erwarten, davon zu hören. Hoffentlich prügelt Hauptmann Robert den Kommandanten Windel weich. Oh, wir haben dafür 250 Groschen bekommen. Das hat sich ja richtig gelohnt.
Ich weiß gar nicht, wir haben im Moment, glaube ich, gar keine gestohlene Ware, wenn ich mich recht entsinne. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Oh ja, du kommst gerade recht. Ich könnte ein Pferd gebrauchen. Und da ich es für mich selbst will, muss es ein kräftiger Hengst aus den Ställen von Merhoyet sein. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich weiß. Darum zahle ich auch gut. Gut, also der zahlt wirklich gut, muss man ja mal sagen. Insofern sind wir dabei. Ich besorge dir dein Pferd, aber wehe, es lohnt sich nicht für mich. Keine Bange. Aber komm ja nicht mit einem klapprigen Gaul an. Nein, kommen wir nicht. So Leute, ihr esst hier so schön. Da muss ich doch selber mal gucken. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Hunger. Aber die Suppe ist immer so deftig. Egal. So. Hat er jetzt gegessen? Sattheit 99. Wunderbar, hervorragend. So, gut. Und jetzt endlich zurück nach Rathai, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gar nicht. Wir können uns mal ein bisschen erfrischen. Und was ich wieder nicht beachtet habe, ich will ja immer unterwegs meine Rüstung anlegen. Ja, hier waren wir schon richtig. Das mache ich jetzt nochmal nachträglich. Ein kleines Stück Weg haben wir ja noch vor uns. So, okay. Wie weit ist es jetzt noch von hier aus? Ich glaube, den Weg sind wir auch gar nicht so geritten. Das letzte Mal sind wir hier runtergekommen. Ja, aber da kommen wir ja genau... Ach ja, richtig. Wir kommen ja genau zu unserem Müller und zu Theresa dann zurück. Sehr schön. Und vor allem auch zu unserer Kiste mit all den schönen Dingen. Und ja, da können wir erstmal alles Mögliche nachholen. Was ich mir inzwischen sogar direkt mal auf einen Zettel geschrieben habe, weil das so viel war. Können wir bei dem gemütlichen Ritt hier entlang mal drüber reden. So, ist das hier ein Weg? Ja. Sieht ganz so aus, ne? Also, was wollen wir da alles machen in Rathai? Wir wollten natürlich mit Theresa ja, vielleicht so ein bisschen anbandeln. Wir sind ja jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Dann will ich auf jeden Fall nochmal so einen richtigen Stadtbummel machen und mir alle Läden nochmal genau anschauen. Oh, hier ist es ja zugewachsen, der Weg. Schwierig zu reiten. Ja, mal gucken, was es da vielleicht Besonderes gibt, auf was es sich lohnt, vielleicht zu sparen und so weiter. Dann will ich ja überhaupt, das ist jetzt völlig umgesortiert, ne? Dann will ich mal wirklich auf Jagd gehen. Wir haben ja jetzt doch einige Erfahrungen im Bogenschießen gewonnen. Das sollten wir ummünzen. Leider können wir noch nicht die Felle abziehen, aber das lernen wir dann ja mit der Zeit auf der Jagd, denke ich. Dann sollten wir uns auf jeden Fall... Oh, warte mal. Interessanter Ort. Dann sollten wir uns auf jeden Fall mal auf Schatzsuche begeben. Wir haben ja einige Schatzkarten und das könnte sich auch richtig lohnen. Aber jetzt gucken wir erstmal den interessanten Ort an. Jetzt machen wir hier Josef. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was es interessant macht, oder? Ist da Mohn? Schaut mal, hier ist Mohn, oder? Tatsächlich. Yeah. Sehr gut. Sogar einiges. Ob das schon das Interessante war? Ich weiß es nicht. Na gut, dann sammeln wir jetzt erstmal ein bisschen. Mal sehen, vielleicht bekommen wir sogar die 10 hier zusammen. Naja, 5, 6 wären es auf jeden Fall. So, kommt hier. Da ist doch noch eine. Ich sehe sie. Und da. Ha, da hatte ich sie. Okay, 7 Mohnblumen haben wir schon für diese Aufgabe. Und jetzt schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Hier geht es um kleine... Was war das? Ich habe ein Geräusch gehört. Hier geht es um kleiner Weg hoch. Ist das irgendwie eingezeichnet? Nee, aber der interessante Ort ist auch, ich glaube, auf der anderen Seite. Naja, egal. Wir gehen mal hier kurz gucken, wo das hier hinführt. Oder ist das nur... Nee, das ist doch kein Weg, oder? Hat hier jemand was verbuddelt? Vielleicht ist sowas auch ein Schatzort.
Ich frage mich, ob die Schatzorte auch da sind, wenn man die Karten nicht hat. Das ist ja immer so eine Philosophiefrage. Bei manchen Spielen tauchen sie erst auf, wenn man wirklich auch die Karte hat. Bei manchen kann man sie auch so finden. So, hier scheint nichts zu sein. Naja, immerhin hat uns dieser interessante Ort auf die Mohnblumen aufmerksam gemacht. Das ist doch auch was. Hier kommen wir nicht ins Unterholz rein. Könnte aber auch wirklich hier jetzt dieser Stein sein, auf den wir hin... auf den man uns hinweisen sollte. Aber wir gehen mal hier noch... Ah, schaut mal. Nee, das sind nur Treibholz. Das ist nichts Interessantes. Oder diese Sandbank. Ich meinte hier, das sieht auch so ein bisschen aus. Ja, ist auf jeden Fall hier... Na gut, ich will es nicht zu lange hinauszögern. Ein letzter Blick hier runter. Hier ist auch nichts. Gut, reiten wir weiter. Auf nach Rattay. So. Also Schatzsuche, da waren wir beim Thema. Dann müssen wir den Wein abholen für Stefanie, wenn ihr euch erinnert. Da liegt was im Wege. Most mein Kaputt. Uiuiuiui. Eieieiei. Das ist eine Falle. Ich würde ja gerne darüber springen. Ich weiß nicht, wir können ja mal ein bisschen Anlauf nehmen. Mit den Gerüsteten muss ich es jetzt nicht unbedingt aufnehmen, weil wir können, vielleicht können wir ihn überreiten. So. Sehr schön, du kommst doch da gut rüber. Wunderbar. Oh, das war aber ein wirklicher Überfall. So, verfolgt er uns? Im Moment nicht. Aber wir sollten ein bisschen Tempo machen. Wir könnten jetzt vielleicht auch zurückschleichen und ihn versuchen, mit dem Pfeil und dem Bogen zu überlisten. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee, dass wir uns jetzt auf diese Art und Weise irgendwie rächen. Ich bin zwar jetzt nicht fürs Schleichen gekleidet, aber vielleicht erwischen wir ihn ja noch. So. Jetzt nähern wir uns langsam der Stelle, glaube ich. Aber wir sind, glaube ich, einiges weitergeritten, oder? Da hinten ist die Mühle, das muss hier irgendwo... Ich und deine hässliche Fresse kenne ich doch! Ja! Das wird deine Freude! Du, mit dir können wir es aufnehmen. Bist du etwa mit dem Kumanen hier im... Im Verbund? Mann. Gnadenstoß können wir ihm geben. Hallo? Ich... Ja, der war sowieso tödlich verletzt. So! Wo ist dein Freund? Ist er noch irgendwie... Hier? Vermutlich nicht. Okay, Leute. Dann schauen wir mal, was er bei sich hatte. Grieben. So, Leinengugel. Ist das irgendwie von Interesse? Kein Charisma. Ich meinte, wir könnten es... Die Schlappen, die haben noch einen gewissen Wert. Trank des Barden, ein unbekannter Trank. Den Wein nehmen wir mit. Ja, die Schlappen sind natürlich lächerlich. Aber die werden wir noch verkaufen. Und die Leinengugel auch, den Rest nehmen wir nicht mit. Na gut, da wollten wir den Kuman fangen, haben Banditen bekommen. Gut, jetzt aber nichts wie weg.
Gott, wir werden hier laufend unterbrochen. Also. Ja. Ich war stehen geblieben. Wir wollen den Wein holen und wir haben dort so eine komische Geschichte noch gehört, dass ein Händler irgendwie seine Tochter einsperrt. Das müsste der Händler auch mit dem Wein sein. Dem können wir auch mal nachgehen. Dann hatten wir vom Wirt gehört, dass der Förster dort, irgendwie der Örtliche, dass der einen Auftrag hat, dass da irgendwas zu tun ist. Dann war so eine, bei diesem Stadtrundgang, so eine komische Geschichte mit dem Schmied, wenn ihr euch erinnert, der irgendwie Ärger hat mit seinem Sohn oder der Schmied ist weg und der Sohn hat das übernommen. Irgendwie sowas war das. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Ja, dann können wir ein bisschen mit dem Schwert trainieren. Das scheint man ja nur dort zu können. Dann natürlich werden wir am Anfang hier in unserem Buch ein bisschen zu schmökern. Mal gucken, ob wir das Lesen bewerkstelligen. Ja, und dann, ach ja, dann wollten wir auf jeden Fall nochmal ins Badehaus gehen. Auch das. Warte mal, ich sehe da oben schon wieder Mohn. Da muss ich natürlich absteigen. So, 9 haben wir schon. Eine fehlt uns noch. Das werden wir wohl in Kürze auch hinbekommen. Dann haben wir den Teil schon mal. Ja, wir sind wieder in der Nähe einer Siedlung. Und gelten hier wieder als Bürger mit den entsprechenden Boni. So, auf der anderen Flussseite waren wir 4 auch noch nicht. Aber das scheint nichts Interessantes zu sein. Okay, Leute. Dann lasst mal hier nach dem Rechten schauen. So, da sind wir. Lange nicht gesehen. Es ist einige Zeit verstrichen. Ich glaube, ich weiß nicht, waren wir bestimmt 5-6 Tage weg oder noch länger? Keine Ahnung. Ich werde mal mit dem Müller sprechen. Vielleicht hat er irgendwas Neues zu erzählen. Wir können ihm ja vielleicht berichten von unseren Erlebnissen. Müller Peschek, redest du denn mit mir? Hallo? Was ist denn? Ja, ich will mit dir reden. Bleib mal stehen. Ich drücke hier A wie ein Blöder, aber er will nicht. Himmel! Pass auf, wo du hingehst! Oh, Leute! Jetzt. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Eieieiei. Ja, wir sind auch überfallen worden. Schaut mal. Wir können ja einiges mit ihm besprechen. So, wir können ihn nach Arbeit fragen. Wir können Diebstahl probieren. Wir können ihn irgendwie mit der moralischen kommen. Kann ich was fragen? Ah, schaut mal. Der kann uns noch ein bisschen was Allgemeines sagen. Kennst du Herrn Bernhard? Den Hauptmann Ratheis? Griesgrämig, aber gerecht, würde ich sagen. Wie ist Herr Hans Kappon so? Ach, ein verwöhnter Stenz. Herr Hanusch muss versuchen, ihm etwas Vernunft einzubläuen. Andernfalls graut's mir davor, was aus Ratai wird, wenn er herrscht. Wie ist der Herr hier so? Herr Hanusch? Er behandelt seine Leute gut, aber er ist ein Raubein. So wie die Dinge laufen, wird's mich nicht wundern, wenn er und seine Männer ein paar Ärsche versohlen. Alles klar. Das wäre alles. So. Wir werden ihn das jetzt nicht fragen, wieso er in schmutzige Geschäfte verstrickt ist. Das wissen wir ja selbst, warum man sowas macht. Du hast nicht zufällig Arbeit für mich. Oh doch. Und Überraschung. Es ist wieder ein Ring im Spiel. Wie letztes Mal? Dieser Ring ist allerfeinste Handwerkskunst. Und wer wäre wohl besser geeignet als der Ringexperte höchst selbst? So ein reicher Pfau hat seinen Ring vergessen. Wie er das letzte Mal im Badehaus zum Rumhuren war. War wohl zu blau, um es zu bemerken. Und jetzt will er ihn zurück. Aber die vom Bad wollen nichts davon wissen. Warum geht er nicht zum Vogt? Warum? Weil er nicht will, dass irgendwer von seinen Ausflügen weiß. Und die Zubermägde haben Schiss, ihn zu verhökern, falls der Vogt doch irgendwann danach sucht. Also lösen wir das auf unsere Weise. Was sagst du? Hervorragende Sache, weil... Da können wir wieder mal 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ihr wisst, was ich meine. So gut wie erledigt. Wenn für mich was dabei rausspringt. Keine Bange, du kriegst deinen Anteil. Der Ring ist in der Truhe.
In der Kammer von der Besitzerin des Badehauses. Bring ihn mir, sobald du ihn hast. Alles klar. Sehr schön. Okay, Leute. Da ist auch Theresa kommen. Mit der sprechen wir auch nochmal. Gleich hat sie mal Zeit. Für uns. Einen kleinen Spaziergang. Das war doch schon mal im Angebot hier. Theresa. Ach, schaut mal. Oh, ich habe dir etwas mitgebracht. Ja, eine Mohnblume. Na, wie geht's dir so? Ich denke immerzu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Ich habe zu viel zu tun, aber gerne ein andermal. Komm einfach die Tage wieder vorbei, ja? Wie die verehrte Frau wünscht. Du Schelm. Okay, da fällt mir auf, wir müssen mal ganz kurz um die Ecke gehen und was machen. Das Übliche. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen schicker anziehen. So. So sieht doch das, glaube ich, schon besser aus, ne? Damit waren wir nicht im Kampf verwickelt. Wir sollten uns auch noch mal kurz frisch machen hier nach dem Kampf. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Smalltalk mit ihr. Sie will aber jetzt nicht. Ich glaube, man musste irgendwie vormittags vorbeikommen. Ja, jetzt sehen wir doch viel besser aus. Ich wüsste gerne... Schaut mal, wir können sie auch noch mal fragen. Was hältst du von Hanusch, dem hiesigen Herrn? Er stammt von der ruhmreichen Linie der Herren von Leiper ab. Die Leute sagen, er ist hitzköpfig. Aber da er uns aufnahm, muss er ein guter Christ sein. Willkommen, wer ist dieser Hans Capon? Er ist der eigentliche Herr von Ratai und Herr Hanusch bloß sein Vormund, weil Herr Hans noch jung und sein Vater tot ist. Er soll ein verzogener Schürzenjäger sein. Das wäre alles. So, und jetzt? Ich habe dir etwas mitgebracht. Schmuck, Dolch, Alkohol. Wieso haben wir Schmuck dabei? Das mit dem Alkohol finde ich eigentlich ganz lustig, aber was heißt denn das Schmuck? Oh, Heinrich, ja? Ist das für mich? Das muss dich Unsummen gekostet haben. Ach so, Biancas Ring. Gefällt mir sehr, danke. Mach mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu sehr. War das jetzt Biancas Ring, Leute? Gut, im Moment wollte sie nicht spazieren gehen über... Scarlett hat's mal eigentlich schon gesprochen, oder? Hast du einen Augenblick? Ich habe ein paar Fragen über Scarlett. Ich kann mich kaum erinnern. Na gut, was willst du wissen? Ah, das ist doch hier das Schwierige. Nee. Das ich will dich nicht weiter belästigen. Werden wir dich nochmal hochkochen lassen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir jetzt ihr gegeben haben. Halt... Oder war das hier bei Rüstung? Ne, Biancas Ring ist noch da. Was haben wir ihr denn jetzt gegeben, Leute? Was haben wir ihr für einen Schmuck gegeben? Verstehe ich nicht ganz. Stand auch nichts, was weggegangen ist. Merkwürdig. Naja, auf jeden Fall war sie ganz entzückt. Das nächste Mal können wir es ja mal mit Alkohol probieren. Aber ich stelle erfreut fest, wir haben sogar noch eine andere Aufgabe hier. Also unfassbar viel zu tun. 353 Groschen. Also, und wir haben ja noch unsere Kiste hier mit den teuren Bögen. Auch die können wir vielleicht, ja, mit denen müssen wir auch mal was machen. Das lastet so ein bisschen auf meinem, nicht auf Heinrichs Gewissen, sondern auf meinem Spielergewissen, weil das so ein bisschen eine merkwürdige Aktion war. Darum kümmern wir uns vielleicht das nächste Mal. Was machst du da mit meinem Pferd? Nichts. Gut. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinbein.